Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Okami. Im letzten Part haben wir endlich mit Königin Emiko gesprochen. Und naja, sie hat uns auch eine neue Aufgabe gleich wieder gegeben, nämlich den Wasserdrachen zu beruhigen. Und wir haben von ihr auch direkt den Durchgang durch das Tor hier bekommen. Was steht eigentlich auf dem Schild drauf? Kammertor. Wow, sehr hilfreich. Aber ja, wir schauen uns jetzt mal die neue Ebene an. Ich bin sehr gespannt. Nach dem wunderschönen Ladebildschirm. Nördliche Ryushima-Küste. Nun dann, wo ist diese Gefilde der Drakonier nun? Hört sich nach etwas an, was sich unter Wasser befinden könnte. Aber ich würde lieber nicht nass werden wollen, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich vor dem Wasserdrachen Angst hätte oder sowas. Nein. Es ist nur so, du schwimmst so langsam wie eine Schnecke. Dankeschön. Ist so ein. Aber ist zumindest nichts verflucht, zumindest sieht es nicht so aus. Erstmal ein bisschen umschauen. Hey, neues Gebiet, oh mein Gott. Nein, Waka, was macht er hier? Hello, Amaterasu. Oh Gott, der Typ. Hast du dein kleines Abenteuer durch das Loch genossen? Die Stadtluft hat sich dank dir wirklich verbessert. Ignorieren einfach, vielleicht verschwindet er dann von alleine. Komm schon, Amy. Warum so mürrisch heute? Hast du nicht die Aussicht bemerkt? Das war einmal eine große verfluchte Zone hier. Aber du hast wirklich eine große göttliche Intervention verbracht. Was? Ich wollte wirklich auf euch beide warten. Aber ich konnte es nicht riskieren, die See so in einem verfluchten Zustand zu lassen. Ah. Die See vor der Ryushima-Küste ist wieder so schön wie früher. Ist es das, was man als schöner als ein Bild bezeichnet, mein kleiner Freund? Was soll das denn bedeuten, Hübscher? Oh, nur eine Kleinigkeit, die ich irgendwo gehört habe. Also, mein kleiner springender Freund. Du bist ein wandernder Künstler, nicht wahr? Ich möchte sehen, wie schön deine Malereien sind. Nur eins wäre in Ordnung. Bitte, bitte. Hä? Meine Kunst geht dich nichts an. Warum sollte ich es dir überhaupt zeigen? Du bist heute wirklich in schlechter Stimmung. Du bist doch nicht einer dieser Hochstapler, die behaupten, sie seien Künstler, aber noch nicht einmal ein Bild malen können, wenn ihr Leben davon abhängen würde, oder? Was? Ach, nichts weiter. Es ist nur etwas, was so ein alter Mann mal erzählt hat. Sein Enkelsohn, der auch sein Lehrling war, rannte von zu Hause weg. Und er nahm ein Bild des alten Mannes von einem Waldgeist mit. Glaubst du, er würde behaupten, er hätte das Meisterstück gemalt? Ich meine, es gibt zu viele skrupellose Leute da draußen. Manchmal ist es schwer, einen Hochstapler in den weiten Welten der Kunst zu erkennen. Aber du weißt bestimmt nichts darüber, oder? Ich weiß nicht, wovon verdammt nochmal du sprichst. Jetzt mach es wie der Wind und verpfeif dich. Oder du kannst weiter hier bleiben und aufgeschlitzt werden. Excuse me, kein Grund, sich gleich so aufzuregen. Es scheint, als würde da ein getroffener Hund bellen. Nun, da ich diesmal keine Prophezeiung oder sowas für euch habe, schätze ich, werde ich euch nun verlassen. Goodbye, Baby. Okay. Wieder eine der zahlreichen Begegnungen mit diesem sehr mysteriösen Baka. Diesmal hat er uns zum Glück keine Prophezeiung gegeben. Was ist denn jetzt schon wieder? Immer diese Zwischensequenzen. Oh Gott, nein, neue Gegner. Mit einer hässlichen... Was? Wer denkt sich sowas aus? Wer? Oh Mann, und es ist eine riesige Nase. So, und das können wir so schnell besiegen. Zack, und fertig. Wow, das war leichter als gedacht. Und irgendwann hat man es auch raus, weil die mit dem Pinseltechniken. Wow, sogar zweimal Kirschblütenbaum. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Oh, hier war anscheinend mal eine Treppe, die eingestürzt ist. Habt ihr so ein großes Gebiet zu erkunden? Ist hier irgendwas?
glaube nicht. So ein Kugel. Ah, da, aha, Schatztruhe, Schatztruhe, ich sehe es doch. Schon ausbuddeln. Schon wieder. Ach, eine verschollte Perle. Wir werden zwar, wie gesagt, eh nicht alle finden. Beziehungsweise, ich habe keine Lust, alle zu finden. So, hier ist noch ein Kleeblatt. Wunderschön. So, was habe ich gerade? Ah, Mietzekatzen. Hallöchen, Jungchen, süß. Erstmal ein bisschen Fisch von mir. Kleine süße Katze. Da erinnere ich mich auch noch an irgendwas, was früher oder später hier noch passieren wird. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber es hat was mit Katzen zu tun und das gefällt mir. So, hier ist nichts mehr. Mit der Katzenstatue können wir im Moment auch noch nichts machen. Jo. Hab keine Angst vor mir. Schade, ich kann gerade nicht ranzoomen. Ein bisschen blöd. Hui. Miau. Ich bin den ganzen Tag mit den Katzen spielen. So, wir müssen noch ein bisschen was erledigen hier. Ich hab nicht gespielt. Das ist kein Spiel. Woher kommt das Froschquaken? Gegner, Schriftrollen überall. Und da hinten ist ein Haus. Da können wir ja gleich hingehen. Da hinten ist auch noch ein Haus. Erstmal ein Speicherpunkt. Speichern ist immer wichtig. Ich habe schon so viele Spielstunden in dem Spiel. Ich habe mittlerweile 22 Spielstunden. Und es nimmt kein Ende. Also, nicht in Schriftrollen rein. Ich will ungern kämpfen. Oh, Füchse. Oh, die Tiere tauchen ja sehr früh auf. So, zack. Ein bisschen Tiere füttern. Ach, schau mal, da hoch kommen wir noch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh. Ah, sieh mal an. Was ist denn das da vorne? Ist das nicht unser wunderschöner Wasser... doch Wasserdrache. Der einfach so voll Küste hin und her schwimmt. Was ist das? Auch irgendwas mit Katze. Sieht zumindest aus wie das Katzenhaus. Oh, ja, oh, da sind wieder Katzen. Oh. Ich wollte sie nicht anbellen. Der Fisch. Zum Glück haben wir noch genug Futter für die Tiere. Ach, das sieht aus wie ein komisches Katzenhaus. Was ist da hinten? Oh. Oh, ein großer Turm. Ein sehr, 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 sehr hoher Turm. Ich glaube, da können wir früher oder später auch noch hin. Ich weiß noch bis zum Tag. Hui. Also, was ist denn das hier? Humenikus Restaurant. Ich liebe einfach den Geruch vom Fisch. Das Meerkatzenrestaurant. Ist irgendwas hinter? Oh, da hinten. Das ist die Uni-Insel, die wir da hinten sehen. Diese sehr böse, guckende Insel. Ist irgendwie sehr lustig gemacht. Aber wie gesagt, wir kommen ja leider noch nicht hin. Wenn jetzt, glaube ich, der Tag verstreichen würde, wäre sie wieder irgendwo anders. Wie uns Nico das gesagt hatte. Ja, betreten wir mal dieses Umineko-Restaurant. Ja, schon das Zeichen ist Meer. Und das heißt Katze. Und das... keine Ahnung. Mir diese wunderschöne Musik. Hallöchen. Oh, willkommen. Im Moment sind wir über jeden glücklich, der herkommt. Sogar über Hunde. Nur leider ist in letzter Zeit kein frischer Fisch mehr erhältlich. Wir haben kaum Gäste. Wir sind recht berühmt für die frischen Fischgerichte unseres Kochs Umineko. Ich hoffe, du wirst Gelegenheit bekommen, eins zu probieren. Das hoffe ich auch mal. Wir können den Koch mal besuchen. Ah, ich mach die Musik. So wunderschön. Oh, da hinten. Das sieht doch wieder nach einer Pinseltechnik aus. Das sieht doch wieder nach einer Pinseltechnik aus. Im letzten Katzenhaus haben wir auch schon eine gelernt. Was ist das
ähnlich. Wow, es ist voll alles, es ist voll mit allen möglichen Fischen, die man sich nur vorstellen kann. Nicht reinbeißen, Fellknäuel. Das sieht wie wichtige Zutaten aus. Ich wollte gar nicht reinbeißen. Das wird so viel mehr essen. So, er sieht nicht gerade sehr. Was sieht aus? Grundgütiger, was soll ich nur tun? Sogar ich, der große Kochmeister Umineko, kann nicht ohne Zutaten kochen. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Zyklonenkoch Umineko. Hör zu, Hühnchen. Leihst du mir dein pelziges kleines Ohr? In letzter Zeit gibt es keinen guten Fisch mehr. Und ich kann ohne Fisch nicht kochen. Ich fühle mich, als würde ich langsam. Ich hab genug! Ich muss hier doch irgendwas. Es muss doch irgendwas geben, aus dem ich was leckere Mahlzeit machen kann. Punkt, Punkt. Hey, was guckst du so? Nein, das würde zu viel Mühe machen, das ganze Fell abzumachen. Dankeschön. Ich brauche ein paar Früchte aus dem des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Und sie müssen frisch sein. Es ist eine Beleidigung eines Fisches und der See, wenn ein Gericht nicht klappt. Ich weiß nicht, was mit dem Wasserdrachen los ist, aber ich weiß, dass der Fisch, den ich brauche, nicht anbeißt. Ich habe schon den Fischer gefragt. Ich kann einfach nichts mehr weiter tun. Ich schätze, ich muss hier sitzen und auf gute Nachrichten hoffen. Können wir ihnen erst helfen, wenn der Wasserdrache weg ist? Scheint mir fast so. Ich weiß nicht, was mit dem Wasserdrachen los ist. Fisch braucht einbeißt. Fischer gefragt. Ich glaube, wir können im Moment nicht helfen. Ich glaube, die Technik hilft doch erst, wenn wir. Ich weiß, welche Pinseltechnik das war. Aber die können wir, glaube ich, erst ausführen, wenn wir ihnen irgendwie einen Fisch fangen. Und ich glaube, das geht jetzt nicht. Auf jeden Fall, wir können es ja mal im Hinterkopf behalten. Dass es hier noch was zu erledigen gibt. Da hinten vor allen Dingen irgendwie, das kurz vor der Küste, schwimmt der Wasserdrache. Irgendwie sieht er sehr kurz aus. Irgendwie fehlt die Hälfte. Naja, egal. Darum kümmern wir uns demnächst. Erstmal erkunden wir hier weiter ein bisschen das Gebiet. Da drüben steht auch noch jemand. Die Emulation einfach nicht damit klarkommt, wenn es langsam wird. Ich zoome wieder ran. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und so, hier über die Brücke. Mal schauen, was auf dem Schild steht. Zur Kirschinsel. Kirschinsel? Okay. So, da ist ein Wasserfall. Ist da irgendwas vielleicht? Ja, ist immer hinter Wasserfällen gucken. Also hier ist ein Händler. Hä? Ah, jetzt ist, ja, das ist eine gute Idee. Das wird sich verkaufen wie warme Semmeln. Ein Donut in der Form einer Uni, der Uni-Insel. Ein Uni-Donut. Oh Mann, das wird großartig. Sieh nur, du kannst die Uni-Insel von hier aus sehen. Das ist der perfekte Platz, um Uni-Insel-Souvenirs zu verkaufen. Wer macht sowas? Du musst das Beste aus einer schlimmen Sache machen. Okay, das stimmt vielleicht. Oder man endet sonst in der Gosse. Diese dämonenförmige Insel erschien schon vor einiger Weile aus dem Nichts. Als er Wasser darauf rot wurde und dieser seltsame Nebel über die Stadt kam. All das geschah, seit diese Insel erschienen ist. Und jeden Tag ist es so, als würde sie immer an einer anderen Stelle erscheinen. Ach, warum nur? Es kann keinen schlimmeren Anblick geben in der ganzen weiten Welt. Ohne Insel? Was? Ich meine, es wird schwierig, dahin zu kommen. Wenn wir da noch sind, wette ich, wir werden uns wünschen, dass wir es nicht wären. Ja, das stimmt. Was murmelst du da? Zeit loszulegen und ein paar Geschäfte zu machen. Naja, ich bin gekommen, um einzukaufen. Und erstmal wieder um Sachen zu verkaufen. Ein bisschen was. Ich wünsche was. So, nachdem wir letztens unsere Portemonnaie gezwungenermaßen auffüllen mussten, weil wir nicht mehr genug Platz für Geld hatten. Weil wir so reich sind. Ich glaube, wirklich was kaufen können wir nicht. Können wir noch ein paar Exorzismus-Dinger kaufen? Gibt es überhaupt hier, ja. Ein bisschen auffüllen. So. Ja. Reicht das mal.
so graben. Eigentlich können wir doch das Graben trainieren. Aber dafür müsste ich mich jetzt wieder zurück teleportieren. Darauf habe ich keinen Bock. Vielleicht mache ich das irgendwann mal offscreen oder so. Huch, ich höre einen Hund bellen. Wo ist er? Da drüben. Hallöchen. Huch, das wollte ich gar nicht, oder? So, füttern. Ein kleiner Schieber. Wurf. So niedlich. Dann will ich gleich wegspringen. Da ist auch noch eine Ade, haben wir mitgefüttert. Alles klar. Es wird schon das dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Die Menschen wundern sich wieder so, hä? Wo kommt die Sonne her? Oh, das sind Kinder. Wow, Fiesling. Hey, Urashima. Dazu wurdest du von diesem Porter-Typen mitgenommen, stimmt's? Er hat dich zu einem Schloss auf dem Grund des Meeres mitgenommen. Wenn das wahr ist, wo ist denn dieser Porter jetzt, hä? Ja, wo ist er jetzt? Ja, wo ist er jetzt? Wovon reden die da? Er heißt nicht Porter, er heißt Orca. Er ist ein Gesandter des Drachenpalasts. Und er kommt nur zu Leuten, die es wert sind, dorthin zu gehen. Ja, genau. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man keine Lügen erzählen soll? Holen wir ihn uns. Ja, holt ihn. Was glaubt ihr, was er da macht? Nur Feiglinge rotten sich gegen so einen zusammen. Hey, wer ist das? Gutes Timing. Ich habe eh keine Lust mehr mit ihm zu spielen. Kommt schon, geh mir woanders spielen. Ja, gehen wir spielen. Volles Mobbing. Was denkst du, wovon diese kleinen Gehirn gesprochen haben, Amy? Was haben sie mit einem Schloss auf den Grund des Meeres gemeint? Reden wir mal mit Amy, oh Gott, der Arme. Hey Junge, wie lange willst du noch hier liegen bleiben? Hey, ich rede mit dir. Was ist los, Junge? Hallo, Junge. Hallo, jemand zu Hause? So, erstmal gegen Ram. Ich muss weggetreten sein. Das passiert mir öfters am Strand. Er wurde von anderen Kindern verprügelt. Fischer Urashima. Ich weiß nicht, wer ihr alle seid, aber ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich geweckt habt. Wenn ich mich nicht aufraffen kann, nach Hause zu gehen, dann mache ich hier manchmal ein kurzes Nickerchen. Du hast geschlafen? Mann, du hast uns wirklich beunruhigt, hier einfach so rumzuhängen. Du bist doch nicht krank oder verletzt, oder? Nein, mein Herr. Ich bin fit wie ein Fisch im Wasser. Ich mache nur ein Nickerchen am Strand. Das ist alles. Oh. Das freut mich zu hören. Wie auch immer. Was war das mit dem Schloss auf den Grund des Meeres? Würde es dir was ausmachen, uns einzuweihen? Niemand glaubt mir diese Sache. Es gibt ein Land unter dem See hier in Hiroshima. Die Drakonier und der Meeresgott leben dort im Drachenpalast. Der Drachenpalast ist ein unglaublicher Ort. Wirklich sehr schön. Aber ich war dort nicht mehr seit einer Ewigkeit. Drachenpalast? Land der Drakonier? Das sind die, die den Wasserdrachen kontrollieren. Das hat die Miko wenigstens gesagt. Aber wie kommt man dort runter in diesen Palast, einmal Junge? Wie konnte ein fetter, ein Jüngling mit schwerem Knochenbau wie du den Drachen ausweichen und es bis zum Grund des Sees schaffen? Der Wasserdrache war damals noch viel netter. Aber weißt du, man kann sich nicht einfach aussuchen, den Drachenpalast zu sehen. Nur Auserwählte können gehen. Wenn du auserwählt wirst, dann kommt ein Gesandter namens Orca und holt dich. Also ist dieser Orca ein Gesandter des Drachenpalasts? Und wie trifft man diesen Typen eigentlich? Nun, das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Siehst du den Pier da drüben? An diesem Pier habe ich Orca getroffen. Ich habe raus auf die See geschaut, dann kam er in der Morgensonne. Orca kommt nur, wenn du es wert bist, den Drachenpalast zu betrachten.
betreten. Alles klar. Kann ich noch was sagen? Nö. Nichts mehr wirklich. Huch, oh, ich wollte nicht springen. Es tut mir leid. Ich wollte nicht erschrecken. Hinten ist die Uninsel. Da war eine Schatztruhe. Ich hab's so gesehen. Rausgraben. Bums. Hier was zu verkaufen. Schau mal, die Muschel hier. Kann die aufgraben? Ich weiß gar nicht, wo man die aufmachen kann. Halt ein Stahlsägen ist Stahlsägen-Sacke. So, oh, hier ist noch eine Muschel, die können wir schon aufmachen. Da drüben ist der Kirschblütenbaum, den Wakka anscheinend schon für uns zum Blühen gebracht hat. Aber nicht, ihm nicht so wirklich traue. Halt eine Vase. Ich frag gar nicht erst nach, wieso in einer Muschel eine Vase drin ist. So, hier ist auch noch ein Haus. Und Schweinchen. Ja, die füttere ich jetzt noch. Komm, was ist die? So, ich glaube, wenn das Haus gehen wir erst zum nächsten Part. Ich glaube, da wohnt ein Angler drin, sieht zumindest der danach aus. Dieser Turm da hinten interessiert mich auch. Dieser unendlich hohe Turm. Aber ja, das alles in den nächsten Parts. Bis dann, Leute. Macht's gut und ciao.